5 heftige letzte Aufnahmen von berühmten Promis. Die letzten Aufnahmen, bevor sie verstorben sind. Ich bin gespannt, was da uns erwarten wird. Heute zeigen hat so noch nie jemand gesehen. Und zwar präsentieren wir euch die letzten Fotos, Videos und Interviews der berühmtesten Prominenten unserer Zeit. Oh mein Gott, Avicii, die teilweise Alter. Nur wenige Sekunden vor ihrem Tod entstanden sind. Wir beginnen mit der Nummer 5 und dem Schauspieler Paul Walker, der mit den Fast and the Furious Filmen hört bekannt doch auf. Wurde. Genau wie in den Filmen liebte Paul auch... Hört doch auf, Alter. Warum kommt denn jetzt Paul Walker, ey? Fuck. Leute, noch vor 4 Tagen war der Todestag, ne? 30. Mittwoch. Nicht vorgestern, vor 3 Tagen. Boah, vor 3 Tagen. Ich weiß noch ganz genau die letzten Aufnahmen. Ich habe mir alles angeguckt von Paul Walker. Das war... Da war der mit so einem roten... mit dem Wagen, mit dem er auch verunglückt ist, Porsche Carrera GT unterwegs mit seinem Freund, der gefahren ist. Und da waren die letzten Aufnahmen. Die waren auf so einer Charity-Veranstaltung. Ja, das weiß ich noch. Im echten Leben schnelle Wagen und betrieb zusammen mit seinem guten Freund... Fahrer Roger Rodas sogar eine eigene Autowerkstatt. Gleichzeitig waren beide auch sehr sozial engagiert und setzten sich für... Da, ich schwöre, da blutet das Herz. Auch wenn man diesen Menschen nicht kannte, Digga, das können manche echt nicht verstehen, hat man so eine Verbindung zu dem, ne? Das ist unglaublich, wenn man halt durch die Filme groß geworden ist und alles Mögliche. Das ist schon sehr traurig, Alter. Vor allem, wenn man auch sieht, was für ein guter Mensch das war, wie der sich eingesetzt hat. Das ist so einer, der hatte zwar Millionen auf dem Konto, aber der hat sich verhalten wie einer, als wäre er... ganz normal unterwegs, so wisst ihr, so wie Keanu Reeves so. Tätige Zwecke ein. Auch am 30. November 2013 fand eine von Paul Walker organisierte Wohltätigkeitsveranstaltung statt. Ja. Paul hatte den ganzen Tag lang beste Laune und saß noch am Morgen mit seiner Mutter und seiner Tochter in der Küche und plante gemeinsam mit ihnen am Abend den Weihnachtsbaum zu schmücken. Oh. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Ja. Am Nachmittag stieg der Schauspieler am Rande der Benefizveranstaltung, nämlich zu seinem Freund Roger in dessen roten Porsche ein, um mit ihm gemeinsam eine Testfahrt zu unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt konnte Paul nicht ahnen, was gleich passieren würde. Ein letztes Video zeigt ihn lächelnd neben dem Wagen. Nicht einmal 30 Minuten später, nach diesen letzten Aufnahmen des Schauspielers, krachte das Auto dann mit 160 Stundenkilometern in einen Baum. Eine Überwachungskamera fing den Unfall dabei zufällig ein. Paul Walker wurde nur 40 Jahre alt. Seiner Familie und seinen Kollegen wird er aber immer als liebevoller Sohn, Bruder, Vater und Freund in Erinnerung bleiben. Als seine mittlerweile 22-jährige Tochter Mido im letzten Jahr heiratete, übernahm Schauspielkollege Vin Diesel, der seit den gemeinsamen Auftritten mit Paul in Fast and the Furious auch ihr Patenonkel ist, sogar die Rolle ihres Vaters und führte Mido zum Traualtar. Durch Mido lebt außerdem Paul Walkers soziales Engagement weiter. Sie gründete am Geburtstag ihres Vaters im letzten Jahr mit dem Geld, das sie nach seinem Tod als Schadensersatz erhielt, nämlich eine wohltätige Stiftung. Diese führt sie ganz nach Paul Walkers Lebensmotto: Tue Gutes. 2023 Heftig. Soll der Schauspieler außerdem posthum mit einem eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt werden. Das wäre krass, Digga, wenn Paul Walker auf den Walk of Fame kommen würde. Das würde ich feiern, ey. Ja, habt ihr gesehen, ne? Das meine ich, aber Fast and Furious, so die Stars auch außerhalb der Filme waren wie eine Familie, so Vin Diesel, Paul Walker, das hast du gesehen, der Vin Diesel hat einfach die Tochter am Altar begleitet und all sowas und das ist schon echt schön, ist schon echt sehr schön, Mann, auch Tyrese und so, wie sie alle heißen, so wisst ihr doch selber, ist schon sehr schön, ey. Bei Walker kommen wir nun zur Nummer 4 und einem weiteren Superstar, der diese Welt viel zu früh verlassen musste, nämlich zu Michael Jackson. Der King of Pop verstarb 2009 im Alter von nur 50 Jahren. Trotz seines Alters war MJ allerdings immer noch recht aktiv und plante eigentlich noch eine riesige Abschiedstournee zu machen. Mit This Is It wollte er seinen Fans noch einmal etwas ganz Besonderes bieten. Doch niemand hätte wohl erwartet, dass Michael Jackson diese Tournee gar nicht mehr antreten könnte. Seine letzten Videoaufnahmen entstanden allerdings tatsächlich bei der Probe zur finalen Tournee.
hier sieht man Michael nur 2 Tage vor seinem Tod beim Einüben seiner großen Performance, zusammen mit seiner Band und seinen Tänzern. Michael Jackson gibt dabei alles und singt und tanzt so energetisch, wie man es von ihm seit Jahrzehnten gewohnt war. Doch auch wenn hier noch alles wunderbar scheint, sah es hinter den Kulissen eigentlich schon anders aus. Tatsächlich war Michael Jackson 2009 keineswegs körperlich so fit, wie er auf den Aufnahmen wirkte. Ah, das ist krank. Was war da nochmal bei dem? Dieser Arzt hat dem zu einer Überdosis verschrieben oder sowas? Der Sänger, der von klein auf immer funktionieren musste und unter großem Erfolgsdruck litt, war nämlich in seinen letzten Tagen stark angeschlagen, ängstlich und paranoid. Laut Freunden hatte er Erinnerungslücken und wiederholte sich immer wieder. Doch da von Michael Jackson erwartet wurde, Leistung zu zeigen, wachte jede Nacht ein Leibarzt an seinem Bett und verabreichte dem geschwächten Sänger hohe Dosen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln und anderen starken Medikamenten. So auch in der Nacht auf den 25. Juni 2009. In einer Sprachnachricht, die Jackson hörbar betäubt auf dem Smartphone seines Arztes hinterließ, wünschte er sich, dass die Menschen von ihm sagen, dass er der größte Entertainer der Welt war. Das, was ihr jetzt hört, sind die letzten Worte von Michael Jackson. Ich kenne das gar nicht. Ich schwöre, kennt ihr das? Ich kenne das gar nicht. Letzten Worte von Michael Jackson. I want to say, he is the greatest entertainer in the world. Kurz danach hörte der Sänger auf zu atmen. Videoaufnahmen zeigen noch, wie er aus seinem Anwesen in ein Krankenhaus gebracht wird. Hier entsteht dann auch ein allerletztes Foto von Jackson, bevor er zur Mittagszeit für tot erklärt wurde. Für sein unverantwortliches Verhalten gegenüber seinem Patienten wurde Michael Jacksons Leibarzt vor Gericht später zu 4 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Zumindest Michael Jacksons letzter Wunsch hat sich aber noch erfüllt. Denn tatsächlich gilt er auch heute noch als der absolute King of Pop. Im Gegensatz bleibt zu den er auch für immer, Alter. Bleibt er auch anderen für immer. Personen in diesem Video bedauert den Tod des Mannes auf der Nummer 3 wohl. Boah, darf ich das überhaupt hier zeigen auf Twitch, Digga? Oder gibt es hier Probleme, Alter? Ich gucke mir ja nur ein Video an, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier zeigen darf. Sonst überspringe ich das. Darfst du? Ja, okay. Kaum jemand. Es handelt sich nämlich um den Diktator Adolf Hitler, der die ganze Welt mit seiner Politik ins Chaos stürzte. Obwohl der Krieg für Deutschland in Hitlers letzten Tagen bereits unwiderruflich verloren war, schickte der Politiker von seinem Bunker aus noch unzählige Menschen in den sinnlosen Tod und beschwichtigte das Volk mit Durchhalteparolen, anstatt zu kapitulieren und so ihr Leben zu retten. Etwa einen Monat vorher entstanden diese Aufnahmen seines letzten öffentlichen Auftritts überhaupt. Sie zeigen Hitler im März 1945, als er im Garten der Reichskanzlei Soldaten und Hitlerjungen mit dem Eisernen Kreuz für ihre Dienste auszeichnet. Hier scheint der Diktator noch motiviert und schüttelt den Männern und Jungen die Hände. Kurz danach zog sich Hitler komplett in seinen Bunker zurück. Letzte Aufnahmen aus dieser Zeit zeigen Hitler sogar angeblich im Rausch durch Amphetamine, die ihm sein Arzt verabreichte, während die Bevölkerung außerhalb des Führerbunkers litt. Seine Geliebte Eva Braun, die die letzte Zeit gemeinsam mit Hitler im Bunker verbrachte, berichtet in ihren letzten Briefen an eine Freundin, dass sie trotz allem bei ihm bleiben würde. Und tatsächlich gingen dann auch beide gemeinsam in den Tod, nachdem Hitler seinen letzten verbliebenen Untergebenen vorher noch befohlen hatte, ihre Überreste anschließend zu vergraben. Auf dem letzten Foto, das sie noch lebend zeigt, betrachtet Hitler die Trümmer vor dem Bunker. Einige Jahre nach dem Tod wurde allerdings noch dieses Foto veröffentlicht. Es zeigt den Diktator, der leblos am Boden zu liegen scheint, und laut mehreren Historikern ist das Foto tatsächlich auch aus den 1940er Jahren. Doch da das Bild vor allem von den Sowjets verbreitet wurde, geht man inzwischen davon aus, dass die Russen vermutlich ein Bodydouble engagierten, um so einen Beweis für ihre Theorie zu haben, dass sie Hitlers Leichnam vollständig in Berlin vorfanden. Weiter geht es mit der Nummer 2 und Marvin, danke für deinen Prime-Sub, mein Bester.
einigen letzten Fotos die Rätsel aufgeben. Und zwar geht es um dieses Bild der Queen, welches nur 2 Tage vor ihrem Tod in diesem Jahr aufgenommen wurde. Trotz ihres hohen Alters von 96 Jahren wirkt die Königin von England auf diesem nämlich noch fröhlich und munter und strahlt regelrecht, als sie die Politikerin Liz Truss empfängt und sich später alleine vor dem Kamin ablichten lässt. Auch der Fotografin fiel an diesem Tag nichts Ungewöhnliches auf. Nach ihrer Aussage habe sie mit der Queen sogar noch über das Wetter geplaudert. Nach dem Fotoshooting 96. entstand noch ein zweites Bild. Ein einfacher Schnappschuss, der die Queen mit Sonnenbrille draußen vor ihrem Schloss zeigt. Tatsächlich sollte dieses Handyfoto, in dem sie leicht lächelnd eine kleine Parade verfolgt, das wahrhaftig... Das sieht aus wie so ein Comicfoto. Das letzte Foto sein, das eine der berühmtesten Frauen unserer Zeit lebendig zeigt. Eigentlich war die Queen Anwesenden zufolge auch dort noch gut gelaunt und selbst am nächsten Tag habe sie nicht nur normal ihr Frühstück zu sich genommen, sondern einem Bericht zufolge abends sogar noch eine kleine Dinnerparty gegeben. Das Schloss Balmoral ist nämlich auch ursprünglich für festliche Anlässe gedacht. Doch am Tag nach der Dinnerparty ging es der Queen dann bereits am Morgen nicht mehr gut und ihre Hausärzte waren sogar sehr besorgt um ihren Zustand. Statt in ein normales Krankenhaus eingeliefert. Aber wie kam das denn auf einmal aus dem Nichts? Ging es die ganze Zeit gut, auf einmal geht's ihr scheiße? War da irgendwas vorgefallen oder woran ist sie überhaupt mal gestorben? So werden wurde sie dann auf den privaten Behandlungsraum in ihrem Schloss gebracht und dort von einem Ärzteteam betreut. Diese konnten ihr Leben jedoch nicht mehr retten und so starb die Queen schließlich relativ friedlich mit 96 in ihrem schottischen Landsitz. Auch wenn die Queen auf den Bildern noch fit wirkt, ist ein natürlicher Tod in ihrem Alter eigentlich absehbar gewesen. Ganz im Gegensatz zu den heftigen Aufnahmen auf der Nummer 1. Oh. Sie zeigen nämlich den erst 28-jährigen DJ. Junge, Avicii, Digga, der in meinem Alter hat der sich umgebracht. In meinem Alter. Ich bin ja auch gerade 28 geworden. Unglaublich, Alter. Avicii, der vor seinem tragischen Tod im Jahr 2018 noch den Eindruck eines fröhlichen jungen Mannes vermittelt. In seinem letzten Interview sprach der Megastar sogar noch davon, dass er sich noch nie so gut wie zu diesem Zeitpunkt gefühlt habe. Never felt this good before. Tatsächlich sah sein Leben von außen betrachtet auch perfekt aus. Avicii feierte weltweite Erfolge mit Hits wie Levels, jettete rund um den Globus zu Events, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und verdiente Millionen. Alles schien perfekt zu sein und das krank. Sogar noch ein das paar Stunden krank. Vor seinem Tod. Diese Aufnahmen, die etwa 2,5 Stunden vor seinem Tod gemacht wurden, zeigen den jungen Schweden ganz ausgelassen feiernd. Er war zu diesem Zeitpunkt gerade im Urlaub im Arabischen. Krank sogar mit Martin Garrix einfach noch. Und 2,5 Stunden später bringt er sich selber um, oder wie krank. Wie krank, Alter. Arabischen Oman und schien dort sein Leben zu genießen. Innerlich ging es dem DJ jedoch ganz anders, als es auf den Aufnahmen wirkte. Er litt unter großen Ängsten, massivem Stress und kämpfte zudem gegen Süchte an. Wie genau er starb, ist bis heute nicht bekannt. Allerdings vermuten viele enge Vertraute, dass Avicii nicht wegen körperlicher Beschwerden verstarb, sondern aufgrund des gigantischen innerlichen Drucks, der durch sein stressiges Leben als internationaler Musikstar ins Unendliche wuchs. In einer Doku über sein Leben wurde enthüllt, dass Avicii teilweise so gestresst war, dass er es genoss, mal ins Krankenhaus zu kommen, um Ruhe zu haben. Dort wurde er übrigens regelmäßig wegen Magenproblemen behandelt, die ebenfalls ein Begleitsymptom seines Stresses waren. Wenn euch dieses Video krank. Zu den heftigen letzten Aufnahmen von Promis gefallen hat, solltet ihr euch auch heftig, unbedingt Alter. Unser Video über 8 verstorbene ja, Promis, die dunkle Geheimnisse Depris. Mit ins Grabnamen anschauen. Depris, ciao Depris, und Depris. Bis zum nächsten Mal. Hier. Der Druck war zu groß, ja. Man weiß es nicht, was los war, Digga. Das ist wirklich brutal.